Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ronald McDonald's Treasure Land Adventure, der ersten Episode, die mit meinem neuen Netzteil aufgenommen wurde, hey, oder aufgenommen wird vielmehr. So, wir stehen vor 15 Minuten Spaß mit Ronald McDonald im Weltall, denn er sucht Ersatzteile für sein Raumschiff. Und mal sehen, ob wir da irgendwas finden. So, das letzte Mal wurden wir von diesen Händen hier hochgetragen und sind jetzt hier in diesem merkwürdigen Gebäudekomplex. Mit Glubschaugen. Aha. Okay, Glubschaugen sind hier und hier müssen wir anscheinend runterfallen. Da ist ein Shop. Wir brauchen aber zurzeit echt nichts. Alles voll, was wir brauchen könnten. Hier können wir wieder hoch. Hier ist so ein Greifarm-Ding. Was ich übrigens herausgefunden habe in der Zwischenzeit, als ich ein bisschen hier rumgeforscht habe. Ich kann mich hoch und runter hangeln mit meinen Stofftüchern quasi aus dem Ärmel. Hier, ihr seht. Hey, ich kann mich hoch und runter hangeln. Hey, Ronald spackt ab. So, gut. Und wir können natürlich damit auch wieder hoch und runter springen. So, das habe ich demonstriert. Oh, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich musste eben etwas Sportliches machen, was ich jetzt nicht erklären werde. Aber gut, so, hier können wir hoch, hier können wir runter. Und hier ist so ein merkwürdiger Ballschmeißer, den wir aus dem Weg gehen. Und Hände, aua, aua, aua. Alles zu viel auf einmal. Hier ist ein Goldsack. Goldsack habe ich nichts gegen und wir sterben wegen diesen Viechern. Okay, wir schießen dich jetzt einfach ab. Du gehst mal auf den Sack und wir sterben. Das können wir übrigens auch. Wusstet ihr das noch? Wir können auch sterben und uns retten, weil wir safe sind. Okay, diesmal gehen wir zielstrebiger voran. Wir gehen einfach mal hier hoch. Wir wollen ja nicht alles finden. Wir spielen das hier im Blind Run. Also völlig blind. Und wieso sind hier überall diese Augen und EKG-Meter? Gut. So, wir fallen einfach mal runter. Hier können wir nicht lang. Und was bist du denn? Okay. Was machst du? Ja, genau. Schmeiß mich in die Hände, du bist lustig. Hey, hey, hey! Wie hasse ich das denn? Wieso macht das Ding das? Okay, es schmeißt uns anscheinend in irgendwelche Hände rein. Super duper. Okay, gut. Oh, gerettet. Obwohl ich das gar nicht wollte. Yay. Wir kommen voran. Gut, wir haben uns jetzt irgendwie hier hochgeschummelt. Frag mich nicht wie. Irgendwie haben wir das geschafft. Und da oben ist so ein Bonus... Dingenskirchen. Weiß nicht, wie ich das betiteln soll, aber gut, wir kommen jetzt hier nicht drüber. Vielleicht so, ja, das funktioniert, das ist doch schon mal gut. So, wir könnten jetzt aber auch da dran kommen, indem wir uns hier draufstellen. Müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, jawohl, da speichern wir gleich mal. Und jetzt lieber nicht auf die Hände. Da können wir hier runter? Können wir... Ah, anscheinend nicht, oder zumindest jetzt nicht mehr. Und Ronald grinst in einer Tour, als gäbe es keinen Morgen. Hey, Ronald ist glücklich, hey. Ronald, wieso bist du so scheißglücklich? Wieso? Du bist gestrandet im Weltall. Das ist kein Grund, fröhlich zu sein, du Idiot. So, können wir hier runter, bitte? Jawohl, wir können runter und das ist das Ziel. Okay. Da unten ist zwar noch einiges, aber wir gehen einfach mal ins Ziel rein. So, dahin ist wieder dieser Plappertyp und ein Roboter. Hallo? Und was macht der denn? Hä? Was seid ihr zur Hölle? Dicke, hässliche... Viecher mit einem X auf dem Bauch. Oh mein Gott. Was ist das? Warum zieht es mich hoch? Ah, ich frage gar nicht nach. Gut, gut. Anscheinend können wir so hier hoch. Warum auch immer, fragt mich nicht. Es ist einfach so. Das sollte als Antwort genügen. Oh mein Gott, ey. Was für abgefahrene Ideen. Au, ja, super. Gleich in die Hände rein. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt für mich. Für mich. Ja, ja, ja. Nicht reden können. Weil heute seit langem mal wieder ein Let's Play aufnehmen. So. So, wir können uns hier wieder dran hoch und runter hangeln, wie ich es demonstriert habe. Und ich springe in die Hände rein. Wisst ihr, das kann ich nämlich gut. Das ist meine Profession. In Hände reinspringen, wisst ihr? Jeder kann was in seinem Leben gut. Und ich kann in Hände reinspringen. Und irgendwie ist dieser... Oh, ich bin auch blöd. So, gut, wir gehen einfach nach links weiter, zielstrebig. Wir müssen aber hoch. Oh mein Gott. Wieso müssen wir da jetzt hoch? Okay. Gut, wir müssen also den richtigen... Wie nenne ich die? Ich nenne sie Fubbe. Das versteht jetzt nur eine Person, aber ich nenne sie Fubbe. Wir müssen uns jetzt an einen von diesen Fubben nach oben hangeln. Los, Fubbe. Fubbe, Fubbe, Fubbe. Ronald grinst einfach weiter. Ist ja auch egal. Gut. Von dem lassen wir uns jetzt mal nach hier oben tragen. Das war der Richtige, hoffe ich. Ja, war der Richtige. So. Oh nein, wir hätten uns wahrscheinlich noch höher tragen müssen. Super. Toll gemacht, Mr. Mer. Du bist ein wahres Genie. Und wieso stirbt dieser Roboter nicht? Danke. Wow. Okay, ey, wow, wie ich ausgewichen bin. Das war gar nicht mal so schlecht. So, wir hangen uns jetzt hier dran. Jetzt
Jetzt können wir nämlich hier nach oben und hier ist so ein Upgrade. Das ist schön. Können wir jetzt nach links. Roboter. So, mit dem Upgrade konnten wir ihn relativ leicht besiegen. So, da hoch müssen wir jetzt. Das schaffen wir so nicht. Das heißt, wir hangeln uns einfach mal an den hier dran. Ah, oh, sehr gut. Noch geschafft. Diese Glubschaugen machen mich wirklich verrückt. Und wenn wir uns an den Dranghangel gucken, als würde er gerade sterben. Sehr schön. Gut. Und mit einem beherzten Sprung nach links landen wir auf der Plattform und hangeln uns jetzt nochmal nach oben, wo dieser Roboter schon auf uns wartet. Deswegen warte ich immer kurz hier. La 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 la. Und jetzt nach oben. Was ist hier los? Ich bin der Meinung, da sollte ich lieber nicht reinspringen. Das heißt, ich muss... Oh, Timing-Angelegenheit. Und hoch. Wow. Geile Sache. Richtig geile Idee. Richtig, richtig geile Idee. Das freut mein Herz. So, hier müssen wir jetzt im richtigen Moment nach oben. Die Musik ist sehr, sehr abgefahren. Das war der falsche Moment. Langweilig. Schneller. Okay, gut. Diese merkwürdigen, glubschäugigen elektronischen Bälle. Wie soll ich euch betiteln? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall scheinen sie mir weh zu tun. Deswegen sollte ich hier hoch. Ach, blöd. Dumm. Aber egal, das macht nichts. Denn so springen wir jetzt hier in die Hand, in die Hände rein. Da kennen wir nichts. Denn in Hände reinspringen mache ich gerne was mit... Was ist das denn? Ihr schaut es euch an. Eine glubschäugige Kugel, die Küsschen verteilt. Ey, ich werd verrückt hier. Och man. Wieso macht die mir Schaden? Wieso ist alles so abgefahren hier? Das ist krank. Japaner und ihre Spiele, echt. Ihr seht, Ronald McDonald's Treasure Land Adventure ist nicht umsonst eines der abgefahrensten Spiele, die ich je gespielt habe. Das trägt schon seinen Namen zurecht. Ah, komm, stirb doch! Ich mag keine asiatischen Knuddelfrauen mit Kussmündern und allen anderen abgefahrenen Zeugs. So, oh Mann. Jetzt haben wir hier sogar eine Steigung drin und rutschen automatisch runter. Automatisch, ja, ich habe automatisch gesagt. Freut euch einen Keks. So. ja, genau. Schmeiß mich direkt komplett wieder runter. Ist ja egal. Wieso können wir uns da nicht hochhangeln? Das ist gemein. Hallo? Hallo? Ronald? Möchtest du nicht da drauf? Doch, möchtest du. Ich merke es gerade. Hallo? Wieso ist das Spiel gerade so abgefahren? Ich komme gar nicht dazu, irgendwas Sinnvolles zu sagen. So, hüpf hoch, Ronald. Hüpf hoch. Ganz ruhig, Ronald. So, jetzt auf diese Plattform und wieder runterfallen. Das machst du gut, Ronald. Super. So, diesen kleinen wollpelzigen Furry Friends, wollte ich sagen. Oder was du auch immer darstellen sollst. Meine Güte. So. So, mit Contenance sind wir jetzt da hochgekommen. Speichern mal auf unseren ersten Stave-Slot und fallen wieder runter. Okay. Okay, das funktioniert nicht. Wir fliegen einfach durch. Durch. Ja, super. Wir fliegen einfach drunter durch. Und anscheinend ist das fake. Keine Ahnung warum, aber wir töten jetzt erstmal dieses Vieh hier. Versuchen jetzt mal... Oh nein, nicht wieder so eine asiatische Kurfuscherin. Wie so eine... Wie soll ich da hochkommen? Oh. Nee. Was willst du von mir? Was willst du von mir, Spiel? Was willst du von mir? Hallo, Spiel? Weißt du aber schon, dass ich dich durchspielen möchte? Ist klar, ne? Ist klar. Was soll der Mist? Warte! Das macht überhaupt keinen Spaß so. Wie soll man das Spiel denn schaffen? Hallo? Was soll das? Diese Viecher sind ja echt ein wenig zu stark. Oh, blöd, ey. Dumm. Das nimmt mir gerade wieder die Lust weg. Ah, ja, toll. Super, grandios. Macht so viel Spaß gerade. Ich habe noch nie was Besseres gespielt. So, jetzt machen wir das anders. Pure Motivation bei Mr. Möhr gerade. Wunderbar. Ich habe noch nie was Besseres spielen dürfen. So, wir versuchen jetzt mal was. Nämlich... hangeln wir uns jetzt mal überhaupt nicht dran, denn wir fallen einfach runter. Ja, geil. Super Spiel. Macht so viel Spaß. Ich glaube, ich krieg gleich einen Anfall von purem Lachen. Mann! Toll. Geil. Einfach nur geil. Ich bin gerade sprachlos, ihr merkt es. Ihr merkt es so. Ich habe mich wieder eingekriegt, meinte ich.
Was soll das? Wieso baut man solche Gegner ein? Die kann man... Toll, dann fliege ich in die Herzen. Nö, ist ein super Spiel, geil. Leck mich, Spiel. Leck mich, leck mich, leck mich. So, jetzt aber. Komm, komm. Also, hier kann ich nicht vorbei. Auf diese Plattform kann ich nicht. Wo soll ich denn hin? Ja, genau. Die Herzchen treffen mich so aus 80 Kilometer Entfernung. Habe ich mein Mikrofon rausgesteckt. Ich hoffe nicht. War ich jemals schon so sauer beim Let's Play? Ich weiß es nicht. Ich entschuldige mich dafür so. Was soll denn das? Was soll das? Wenn ich dieses Vieh tot kriegen würde, wäre alles einfacher. Aber nein, ich kann nicht sterben. Wieso denn auch? Ich bin merkwürdiges, hässliches Vieh. Wieso ist sowas in so einer Fabrik auf im Weltraum und... Bah! Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Töte mich einfach so. Ist ja scheißegal, echt. So, jetzt, jetzt, go, go, go. Was war's denn? Wieso bin ich da nicht gelandet? Ist das scheiße. Habe ich in diesem Part irgendwas Sinnvolles gesagt? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt komm doch. Wieso DivX hält... Ich bringe mich um, wirklich. Okay, jetzt läuft gerade alles schief. Im nächsten Part, ich verspreche Besserung. Das geht ja gar nicht, ey. So, und jetzt... komm doch hoch, trefft es doch, oh Mann. Was will das Spiel von mir, echt, ey. Dumm. Macht keinen Spaß. Macht gerade null Spaß, aber überhaupt nicht. Und ich muss dieses Spiel aber jetzt endlich mal zu Ende kriegen. So, und jetzt hoch. Speichern. Was? Na komm. Was? Ich... Ich kann doch nichts machen. Nix. Ich kann einfach nichts machen. Okay, Leute, das war's. Ich mach kurz eine Pause. Das war's fürs Erste. Ich melde mich zurück, wenn es mir wieder besser geht. Bis dann.